Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Los Forestos WC Blitz. Ja, die Sonne geht schon mittlerweile unter. Wir haben aber alles schon längst verbaut. Dann stelle ich mir eigentlich die Frage, was können wir jetzt eigentlich machen? Wir haben hier noch Knochen. Wir brauchen noch Knochenrüstung. Da haben wir auch noch jede Menge Knochenrüstung, aber die will ich gerne hier drauf behalten, weil das. Sind die weiter runter geglitscht? Kann das sein? Ne, hier ist das. Ja, keine Ahnung. Aber wir nehmen mal hier jetzt mal 15 Stück und bauen uns mal. Nochmal zwei Stück. Setzen die auf. Brauchen wir hier noch mal ein paar. Und dann brauchen wir noch mal. Dann können wir den Rest gleich. Einer noch. So, dann haben wir da wieder voll und können den Restknochen wieder hier reinpacken. Sind wir wieder voll mit Knochenrüstung? Ja. Entschuldigung. Aber ich muss wirklich immer noch hin und wieder husten, bin immer noch stark gekältet. Obwohl eigentlich klingt das schon wieder ab, hier die Erkältung. Können wir noch nicht? Was machen wir jetzt eigentlich? Rüberfahren können? Okay. Können eigentlich kurz rüberfahren. Noch den letzten Schädel holen, damit wir den da fertig machen können. So. Fahren wir eben ganz kurz rüber. Habe ich da gerade einen Hai gesehen? Ne. Da gibt es ja genug Totems. Dann können wir eben noch ganz schnell den einen Schädel holen, der da fehlt. Machen die letzte Lampe da fertig. Und dann, wenn wir wieder zurück sind, ist eh schon Nacht. Oder schon später Abend. Die Sonne geht ja echt jetzt schon unter. Aber ich muss wirklich sagen, ich vermisse Thrombosen, Jonas und Muschi Klaus. Und Galoppelheinz. Ich vermisse die drei. Die waren schon Ewigkeit nicht mehr hier. Ich habe wirklich schon die Sorge, dass ich die komplett ausgeschaltet habe. Also, dass die gar nicht mehr existieren. So, dann brauchen wir jetzt den. Ist da hinten Ureinwohner oder? Totem. Sieht aus wie ein Totem. Es sei denn, der bewegt sich jetzt. Ne, ist ein Totem. Wir nehmen den hier, der ist näher. Oh, der spawnt jetzt auch noch davor. Stopp. Noch ein paar Stickies. Komm, Stickies können wir ja wieder sammeln. Schädel, Sticky. Hier ist noch Stoff. Wir machen eben die Stickies jetzt ganz schnell kurz voll. Dann können wir die gleich auch noch oben irgendwo hinpacken. Na, Hasi? Hier. Da hinten laufen die schon wieder. Und jetzt können wir weg. Ich hoffe, die sind jetzt nicht hinter mir her.
Haben wir hier wieder ein Seil? Nee, kein Seil. Aber 20 Sticky, dann haben wir jetzt, dann heißt es gleich, sind es nur noch 907 statt 927. Ah, und jetzt wird es wieder dunkel. Jetzt wird es wieder richtig dunkel. Boah, der Husten wird auch immer schlimmer. Ich muss nicht so lange Aufnahmesessions machen. Ich glaube, dann wird es aufhören mit dem Husten. Aber jedes Mal, wenn ich viel am Reden bin, wird der Husten schlimmer. Also dann packen wir die jetzt eben noch hier schnell hin. Nice. Können wir jetzt pennen gehen? Ah, oh nein, ist immer noch nicht. Was mache ich jetzt? Panik. Ah, Schädel. Schädel kann ich ja noch hin tun. Ah, perfekt. Jetzt ist hell hier. Und wohl hier ist noch dunkel in dem Bereich. Aber wird sich auch noch ändern. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht hier noch eine Lampe irgendwo. Da an der Ecke auch. Die Ecke ist aber auch sehr dunkel. Dann schauen wir mal, was wir hier machen. Lege ich mir auf jeden Fall was. Aber wird wohnlicher hier. Schauen wir mal, ob wir jetzt pennen können. Nee, noch nicht. Aber ich mache mal eben meine Cola hier auf. Ja. Moment, müssen wir noch warten. Ja, jetzt können wir pennen. So, und jetzt brauchen wir wieder was zu essen und was zu trinken. Soda wird aber auch langsam wieder knapp. Egal, wir fahren jetzt wieder rüber, holen uns die Stickies und Baumstämme wieder. So. Ah, ich wollte euch auch eigentlich erzählen, so der Kollege, der mir in der letzten Folge geschrieben hatte, der hat mir einen Link geschickt zu einem Video von dem lieben Otto Bulletproof für seinen Hashtag Arctic Warrior. Und er meinte, ich sollte da ja eigentlich teilnehmen, so mich dafür bewerben. Und es sagt mir auf jeden Fall schon zu, da teilzunehmen, weil ich bin auch großer Fan von Seven vs. Wild gewesen. Bin es eigentlich immer noch. Auch ganz viel Liebe an die Jungs und Mädels, die da teilgenommen haben.
Und ja, es wird dann wahrscheinlich demnächst, beziehungsweise wenn dieses Video herauskommt, ist das mit Arctic Warrior wahrscheinlich schon längst die Bewerbung schon gewesen oder so. Aber es sagt mir auf jeden Fall zu, dass ich da mich auf jeden Fall für bewerben werde. Das heißt, hier auf dem Kanal wird auf euch dieses Video noch zukommen. Wahrscheinlich wird dieses Video, was ihr jetzt hier seht, schon lange nachdem das Bewerbungsvideo für Arctic Warrior von Otto so lange schon draußen sein von Otto für die Bewerbung. Das Video wird schon lange längst raus sein. Aber ich wollte es euch zumindest mal gesagt haben. Der gute Leon, der hat mir ja geschrieben gehabt, so ein Kollege von mir. Der Leon ist auch niemand Bekanntes oder so, ist einfach nur ein Kollege von mir, macht kein YouTube oder sowas. Aber der ist ebenfalls großer Seven vs. Wild Fan, ganz besonders von Knossi ist er großer Fan. Und er meinte, ich soll mich dafür bewerben. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Ich weiß nicht, wie es von euch aus aussieht so. Ob ihr meint, ich soll mich da bewerben oder nicht. Ich werde dazu noch eine Umfrage machen, beziehungsweise die Umfrage wird schon wahrscheinlich gemacht worden sein. Boah, tut mir leid. Husten ist aktuell noch sehr, sehr schlimm. Und dann ist dann nur die Frage, wie stelle ich mich da an bei Arctic Warrior? Wenn ich überhaupt die Wildcard gewinne. Vor allem, ich bin auch allgemein so Fan von Survival, so gerade bei Spielen auch Survival. Ich hoffe, der Otto wird das, was ich hier in den Spielen aber tue, nicht persönlich sehen oder so, dass ich das in Real auch noch machen würde. Wo habe ich jetzt mein Speer hingeworfen? Haben wir's. Und Sticky ist voll. Denn in Real Life würde ich, glaube ich, ich glaube es sehr wahrscheinlich nicht, dass ich im Real Life auf irgendwelche Tiere so losgehen würde wie in The Forest jetzt als Beispiel. Oder in anderen Games. Ich glaube, in Videospielen ist man deutlich herzloser als in Real Life. Okay, wenn es dann aber ab dem Punkt ist, wo es wirklich um Leben und Tod geht, dann ist man wiederum ganz anders. Aber wenn man die Möglichkeit hat, so wie bei solchen Projekten wie Seven vs. Wild oder hier Arctic Warrior wahrscheinlich. Dann, wo man die Möglichkeit hat, jederzeit wieder auszusteigen. So die Möglichkeit, einen Notruf abzusetzen. So. Dann, wird man halt wahrscheinlich eher nur darauf schauen, dass man mit dem, was man hat, so lange wie möglich zurechtkommt. Und wenn es einfach nicht mehr geht, das hat man ja bei Nova gesehen oder bei Sabrina, dass die dann, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann aussteigen. Und ich möchte mich da bewerben oder beziehungsweise, wenn ihr das Video hier schon seht, habe ich mich dafür beworben, weil einfach nur aus dem Grund, weil ich sehen will, wie würde ich mich in so einer Situation verhalten, weil bloß reden und so weiter so,
Das würde ich so machen, das würde ich so machen oder so. Und so weiter. Kann jeder. Und ja, aber wie es dann aussieht, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann weiß man es nicht mehr. Klar, wenn man vom Bildschirm sitzt und so weiter, kann jeder sagen, so, oh, das hätte ich so gemacht, hätte ich so gemacht. Ich kenne da auch noch ein paar Kollegen von mir, die sich bei Joris auch drüber aufgeregt haben, dass er seit 7 Tagen kein Feuer angekriegt hat. Und so. Aber richtig in die Lage reinversetzen konnten die sich nicht. Ich habe auch versucht, mich in die Lage reinzuversetzen vom Kopf her. Und ja, aber ich habe mich trotzdem auch selber immer wieder erwischt, wie ich immer selber gesagt habe, das hätte ich vielleicht so gemacht oder so gemacht. Und ich glaube, da sehe ich dann die besten Chancen, wenn ich mich dafür bewerbe, für Arctic Warrior, zu sehen, wie würde ich mich wirklich in so einer Situation verhalten. So, welchen Baum nehmen wir noch? Ich glaube, wir nehmen die hier. Boah, ich hatte gerade echt Panik gehabt um meine Knochenrüstung. Boah, ich habe mich jetzt wegen der Möwe erschrocken. Was war das denn jetzt von der Möwe? Eine Aktion. Habt es die Möwe einfach hier vor mir vorm Bildschirm zu fliegen, ey. So. Das ist noch wieder voll. Dachte, da hätte wieder was gelaufen. Vor allem auch wegen dieser skandalösen Aussage von mir von vor ein paar Folgen, wo ich gesagt hatte, werde ich in diese, so einer Situation wie hier mit den Ureinwohnern und so, dass ich dann keine Rücksicht auf die Umwelt nehmen würde, wäre eigentlich bester Beweis, wenn ich mich wirklich in diese Arctic Warrior mich für bewerben würde, um es wirklich mal selber zu sehen, wie würde ich mich da jetzt verhalten. So. Okay, da wird es wahrscheinlich keine Ureinwohner geben, die versuchen würden, mich zu töten. Oder zu essen. Oder was auch immer die mit mir vorhaben. Hoffe ich zumindest, dass da keine Kannibalen sind. Aber trotzdem einfach wegen, trotzdem auch wegen der Erfahrung. Oder einfach, wie 100.000 Mal jetzt gerade gesagt habe, einfach nur um zu sehen, wie stelle ich mich da an. Du
Und es kann sein, dass dann zu der Zeit, wo ich dann wahrscheinlich bei Arctic Warrior, wenn ich jetzt die Wildcard gewinnen sollte. Mit Arctic Warrior. So mal rein angenommen. Ich gewinne es. Und mache dann damit. Dann wird es ein paar Tage wahrscheinlich auch vermutlich keine Folgen kommen bei mir auf dem Kanal. Weil ich vermute, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, vorzuproduzieren. Aber da werde ich dann auf jeden Fall einen Community-Beitrag machen, so kurz erklären, sagen, so hier, so sieht's aus. Bliblablub. Aber kann dann wirklich sein, dass ein paar Tage dann keine Folgen kommen von irgendwas, ob es nun Elder Scrolls ist, ob es The Raft ist, ob es The Forest ist, was auch immer. Aber ich glaube, dann in dem Fall kann man das ja nachvollziehen. Weil so eine Chance wie Arctic Warrior da teilzunehmen oder allein schon die Bewerbung dafür zu machen. Allein die Bewerbung dafür ist es wert, dass vielleicht so ein paar Tage keine Folgen kommen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie lange das dann laufen wird. Ob es genauso wie bei Seven Worlds so bald eine Woche ist oder einen Monat. Kann sein, dass es auch ein Monat ist. Oh, da hinten sind sie schon. Aber dann wird für diesen Zeitraum wirklich wahrscheinlich nichts oder wenig bei mir auf dem Kanal laufen. Oder ich kann schauen, dass ich vielleicht das, was vorproduziert sein wird für diesen Zeitraum, dass das dann wirklich dann im Wechsel jeden Tag eine Folge. So als Beispiel jetzt, jetzt nur rein hypothetisch. So, heute eine Folge Forest, morgen dann eine Folge Raft, dann übermorgen eine Folge hier Bioshock und dann wieder so ein Tag später nochmal hier Elder Scrolls. So als Beispiel jetzt. Kann man dann auch schauen. Dann wäre es dann halt ein paar Tage ein bisschen anders. Oh. Und dann würde ich schauen, dass es vielleicht eher so in der Richtung gehen würde. So, dann müsste ich die beiden hier noch dahin packen. So, Tag geht schon langsam vorbei. Und dann haben wir jetzt eigentlich den Wagen, also das Boot wieder voll. Hier sehe ich jetzt keine Baumstämme mehr. Perfekt. So, hoffe ich es mir doch. Also ich würde sagen, wir machen eben uns auch noch einen kleinen Snickers Farm. Egal, wie viele Blätter wir haben. Über 1000 Blätter. Warum müssen wir nicht 1000 Blätter sammeln statt 1000 Stickies? Wäre doch einfacher. Wir haben doch 1000 Blätter. Hier können wir nicht mehr reinpacken dann hier. Jetzt müsste es fertig sein. Ja, perfekt. Wir haben hier aber nirgendwo mehr Platz, ne? Den letzten. Okay. Ups. Die falsche Taste. Und wir haben schon wieder Durst. Was ist los? Ah, warum kann kein Regen kommen?
Frag mich jetzt, wie viele Tage wir jetzt hier ohne Regen sind. Jetzt Hochsommer oder was? Gibt es Jahreszeitenwechsel? Das wäre es jetzt noch, wenn ich jetzt hier wirklich Jahreszeiten wechseln könnte, dass hier auch mal Winter gibt und so weiter. Dass dann die komplette Map hier voll Schnee ist. Statt nur der Gebirgsbereich da hinten. Das wäre es jetzt wirklich. Wenn es das auch noch geben würde. Würde ich aber mega feiern, so Jahreszeitenwechsel. Boah, ich hoffe, das machen die auch bei Elder Scrolls 6. Wenn das raus ist. Dass man dann da, je nachdem, wo man spielt, ich habe ja Gerüchte auch zugelesen und geschaut gehabt, so dass Elder Scrolls 6 in Hammerfell und in High Rock stattfinden soll. Also da, wo Daggerfall auch gespielt hatte. Dass es da auch das spielen soll. Und ich hoffe wirklich, wenn die das da machen. Vor allem, das ist auch riesig, das Gebiet dann. Wer Elder Scrolls Online gespielt hat, der weiß, wie riesig eigentlich die Map da ist. Und der Bereich da von Daggerfall. Und da gibt es ja eigentlich so viele verschiedene Biome, wenn man ehrlich ist. Da gibt es ja hier die Alikr-Wüste. So ist quasi wie die Sahara, einfach nur glühende Hitze. Dann gehört dazu noch Osinium hier, das Reich der Orks. Hier, das ist ja auch alles voller Schnee. Schnee und Eis. Dann sind schon mal zwei komplett unterschiedliche Biome, die nicht weiter voneinander entfernt sein können. Dann gibt es da noch hier von Dingens, wie heißt das da nochmal? Bei der Hauptstadt von, De also die Hauptstadt von High Rock heißt Daggerfall. Da um den Gebiet herum, also Dolchsturz, da ist ja alles so Steppe, dann so ein bisschen nördlicher davon ist alles Wald. Dann so ein richtiges Ödland ganz im Norden von High Rock. Wenn die das machen, das wäre Bombe. Wirklich. Vor allem, ich hoffe, dass ich mit der Elder Scrolls Saga, die bei mir hier auf dem Kanal läuft, auch fertig sein werde bis zum Release von hier Elder Scrolls 6. Ich hoffe es wirklich. So, dann können wir den hier jetzt fertig machen. Und hier anfangen. Boah, nice. Ist schon wirklich. Alter, wie geil. Ich feiere das, wie schnell wir hier eigentlich im Grunde schon fertig geworden sind. Ich glaube, so komme ich nicht dran, oder? Doch. Versuchen wir es erstmal so. Ja, so geht auch klar. Komm, wir machen nur noch die Ladung hier da rein. Komm. Und dann gehen wir pennen. Müsste spät genug sein. Und ich hoffe, morgen wird es regnen. Also, wenn die Sonne wieder aufgeht. Ich hoffe wirklich. Ich brauche Wasser.
Also das Fleisch können wir noch aufhängen. So. Ja, geht auch. Dann gehen wir mal pennen. Müsste noch nicht so weit sein. Aber das Rehfell können wir jetzt aufhängen. Wir brauchen ja kein Reh mehr. Hier alles voller Echsenhaut natürlich. Hier auch Echse. Sonst haben wir hier nichts mehr. So, dann würde ich sagen, die paar Minuten warten wir. Ich mache eben ganz kurz Päuschen. Lass das eben laufen. Dann können wir gleich auf jeden Fall wieder loslegen. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Also da bin ich wieder. Dann müssten wir jetzt jede Sekunde pennen können. Ist aber auch ganz schön spät. Um die Ah, jetzt können wir pennen. Ja, jetzt müssen wir essen. Ganz schnell. Nehmen wir den und hängen den dann hier auf. Und wir müssen jetzt was trinken. Wir haben nur noch 3 Soda. Und es kann sein, dass das uns nicht reichen wird. Wie viel brauchen wir eigentlich für hier, für die Wände? Wir brauchen 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 für hier unten. Weiß nicht, sollen wir die zuerst machen oder oben? Hängen wir hier fest. So. Ah, Wind, bitte lass es regnen. Wir machen zuerst oben die Decke. Wir machen zuerst hier oben. Das hat Priorität. Gehen wir jetzt mal hier so hoch. Können wir auch die Stickies da hinten auch noch schon mal platzieren. Das. Keine Stickies mehr. Na komm. Ja, gibt es hier wieder was? Ja, hier hat wieder ein bisschen nachgewachsen. Nice.
viele Samen kriegen wir dann jetzt? Komm. So. 7 Samen haben wir. Den kriegen wir auch noch. Entschuldigung, musst du auch stoßen. Den kriegen wir aber auch noch voll. Gleich. Irgendwann. In 50 Jahren. Bin am Überlegen, hier vielleicht noch irgendwie so einen Garten hier in die Mitte zu packen. Wisst ihr, was ich meine? Aber wahrscheinlich erst, wenn wir das hier oben fertig gebaut haben. Dass wir hier dann nicht mehr so rumrennen müssen. Würde auch Sinn machen, würde auch schön aussehen, wenn wir hier eins machen würden. Muss ja auch was fürs Auge sein. Haben wir hier noch 21 Baumstämme. Ja, komm. So. Ich freue mich, wenn das gleich fertig ist. Also für euch erst in vielleicht ein paar Tagen, aber für mich ist es gleich irgendwann. So. Dann hier. Weil ich werde das heute definitiv in der heutigen Aufnahmesession wahrscheinlich zu Ende machen. Ah, jetzt brauchen wir nur noch 4, 10. 16, 22, 22 Stickies, dann sind wir hier oben mit dem Geländer fertig. Dann brauchen die restlichen 800 nur noch für unten. Die hatten wir schon gegessen, ne? Ja. Hallo? Manchmal will der nicht. Stoßen. Boah, ich fände das echt geil, würde es so eine ähnliche Animation geben wie in GTA 5, wenn man so gegen die Wand springt, dass man dann da hier runter klatscht. Würde ich übelst feiern.
Müsste eigentlich sowas mal in mehr Games geben. So, die letzten drei noch. Dann ist schon wahrscheinlich halber Tag um, ja. Halber Tag ist schon um. Können wir gleich einfach mal rüber und nochmal Stickies sammeln. Weil Stickies sind wichtiger aktuell. Weil wir einfach mal 847 brauchen, also 850 Stickies. Boah, man bräuchte wirklich so eine Animation, wenn man den Kopf irgendwo gegenstößt. Dass er dann so ähnlich wie bei Family Guy dann auch. Ja! Ja! Oh, ihr Götter! Ihr habt mich erhört! Danke für den Regen! Oh ja. Jetzt kommt's Regen wieder vorbei. Oh, endlich wieder Regen. Warte mal, wenn wir gleich. Nein. Wenn hier ein bisschen wieder gefüllt ist, irgendwo gleich. Ganz schnell auffüllen. Das heißt, die werden auch wieder gegossen. Das heißt, die können wieder nachwachsen. Ja. Aber wir gehen jetzt erst einmal Stickies sammeln. Jetzt habe ich Angst, dass der Regen vorbei ist. Ne? Es regnet noch. Aber. Oh. Was ein Segen. Es gibt Regen. Oh, jetzt weiß ich, wie ich diese Folge hier nennen werde. Hat's aufgehört? Bitte sag mir nicht, dass es aufgehört hat. Oh nein. Ich habe mich zu früh gefreut. Das war jetzt seit keine Ahnung wie vielen Folgen schon wieder der erste Regen wieder mal. Auch wenn es jetzt kurz war. Aber es war endlich mal wieder Regen. Leider wieder vorbei, aber immerhin, es gab's. Ja, unsere Freunde. Wir müssen aber ein bisschen eher tiefer in den Wald rein. Den Stickies hier. Nein, ich will nicht den Stein. Hallo. Da.
Ihr seid nicht diejenigen, nach denen ich gesucht habe. Ihr seid keine Stickies. Ihr seid keine Stickies, ja? Ja, bleib auf dem Baum, aber nicht zu mir. Geh mal vielleicht so einen Fallen rüber. Komm her. Komm. Hä? Warte mal, ich habe mal eine Idee. Wir haben das hier, ja? Oh. Ja. Funktioniert ja für... Der ist ja für ein Arsch. Oh, doch nicht. Ah, geil. Der ist tot. Zahn. Wir haben aber bedauerlicherweise ein Rüstungsteil verloren. Wegen den Kollegen hier. Den machen wir auch mal wieder dran. Aber dafür haben wir wieder Knochen. Naja, den Baumstamm können wir auch noch wieder mit drüber nehmen. Was sagt der Sonnenstand? So, dann kann ich so lange was trinken. Immer so weit. Interessant, wie der da liegt. Okay. Und los geht's. Dann machen wir den hier auch schon mal wieder bereit. Oh, hier war noch ein Baumstamm. Wo der wohl herkam? Hm. Wir müssen uns ganz kurz hinsetzen. Weil Ausdauer wieder am Arsch. Ja, das Hellblaue steigt schneller als das Dunkelblaue. Jetzt wieder Stickies sammeln. Wehe, du löst die Falle aus. Nimm die Dinger. Einer noch. So, dann können, haben wir jetzt wieder voll. Machen wir da hinten die Ladung mal voll. Wir hätten eher hier parken sollen. Natürlich haben wir wieder Hunger. Die dunkelblaue Anzeige sinkt, wenn wir Hunger haben, auch enorm schnell, finde ich. So, wer schreibt mir jetzt wieder? Ah, der Leon wieder. Muss ich ihm gleich mal antworten.
Wenn wir das mit hier Arctic Warrior hier gezeigt hatte. Ja. Wie viel schreibt er hier jetzt? Gibt es noch größere Büsche hier? Einer. So, einer noch. Können wir noch mal aufladen da hinten? Hallo Bambi. Dann müssen wir noch einmal 20 sammeln. 20 Stickies. Ah, hier. No. Einmal 20 Stickies. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Und ich hoffe, es regnet gleich wieder. Ah, da sind wieder die Ureinwohner. Die Nachbarn. Ja, es wird schwieriger, was zu sehen jetzt. Da hinten gibt es größere Büsche für Stickies. Haben wir uns die hier. Hier liegt noch einer. Hier liegt noch einer. Hier gibt nur einen. Hier auch. Ja, lagen hier auch einfach mal so auch welche rum. Auch schön. Jetzt ist wieder Nacht. Das heißt, gleich, wenn wir pennen gehen, also beziehungsweise gleich, wenn wir zu Hause sind, können wir direkt pennen gehen, meinte ich. So rum. Dann können wir auch ganz schnell die Stickies da oben irgendwo verbraten. Na, essen müssen wir aber auch gleich. Ich hoffe, morgen regnet es wieder. Schauen aber mal ganz schnell ganz oben, ob zumindest ein bisschen Wasser gekommen ist. Können eben die hier auch schon mal hier reinballern. Ah, geil. Grünt voll die Ohren kaputt. Nee. Kein bisschen Wasser. Aber wenigstens wurden die hier ein bisschen gegossen. Das heißt hoffentlich, dass ein bisschen was nachwächst. So, wir gehen jetzt pennen. So.
Wir waren sehr hungrig wahrscheinlich auch. Nee, aber nicht so hungrig. Hatte gedacht, wir würden hungriger aufwachen. Können wir jetzt eben ganz schnell die Stickies oben verballern. Nee, oben fehlen nur noch zwei. Der Rest muss ja hier unten. Hier eben ganz schnell die letzten beiden rein. Dann sind wir hier oben mit Stickies durch. Nur noch hier unten. Nur noch hier fehlen die Stickies. Und hier sind ja die Wände. Da brauchen die keine Stickies, aber hier. Wir wollen hier mit dem Lager erstmal anfangen. Und ich würde sagen, hier mit dem Steinlager. Das Steinlager fertig machen. Noch einmal Stickies holen. Ja, komm. Ab ins Steinlager, beziehungsweise Großlager. Den durch und den hier. Mal schauen, wie viel hier reinpassen. Will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt wirklich wissen, wie viele da passen. Da sind schon mal 10 drin. Hier haben wir noch mal 10. Sind drin. Das jetzt noch da reinkriegen, sind 30 drin. 30 sind drin. Dann mal schauen, vielleicht das hier noch. So, 40 sind drin, ne? Dann mal schauen, ob das auch noch reinpasst. Ne, 40 passen da rein. 40 Steine einfach mal. Nice. Und hier passen nur 20 rein. Ah, wir haben ja noch Knochen. Dafür. Dann gehen wir mal wieder rüber. Beziehungsweise ich mache jetzt noch mal ein kleines Päuschen, bevor wir rüber gehen. Jetzt erstmal, ja. Erstmal wieder runter natürlich. Dann mache ich jetzt ein kleines Päuschen. Antworte dem Leon mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und dann fahren wir jetzt mal los. Nochmal ein bisschen Holz hacken. Und Stickies sammeln. Dann schauen wir mal, ob wir heute endlich mal das eine Dach da fertig kriegen. Und wie viel wir vom Lager fertig kriegen. Mit den Stickies hier. Vor allem 787 Stickies brauchen wir nur noch. Geht jetzt deutlich schneller von der Hand mit dem Korb da. Boah, da freue ich mich drauf.
sobald das fertig ist, wirklich. Diese Folge und dann noch zwei, wenn wir das so straight durchziehen. Dann ist das safe fertig oben. Dann sind nur noch die Möbel und so weiter, die wir machen müssen. Und die Lagerung. Und das wäre vielleicht nur noch eine Folge. Und dann. Also zwei Folgen hier Dach bauen, so Stunde bis anderthalb Stunden oder Stunde bis 2 Stunden, irgendwo dazwischen. So ein großes Bauprojekt. Und dann noch eine Folge, wo wir vielleicht auch zwei Folgen, so wieder reguläre Zeit. Oder nochmal eine zusätzliche längere Folge, die aber wahrscheinlich nicht mehr eine Stunde dauert. Wo wir die Möbel und die letzte Wand da auch noch machen. Und dann wäre das so weit, dass wir dann wieder in die Höhlen gehen. Da vorne sind schon wieder Gäste. Oh, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach du Scheiße. Oh. Alter, was? Ich habe gleich ein Problem, wenn die nicht abbauen. Okay, da hinten, die hauen schon ab. Haben die mir da hinten Totems aufgestellt? Die haben mir, glaube ich, da hinten Totems aufgestellt. Und die eine Falle auch noch ausgelöst. So. Ja, geh ruhig in die Falle. Ja, den haben wir erledigt. Okay. Dann wechseln wir mal wieder hier drauf. Alter. Wir hatten einmal gegen 10 von denen gekämpft gehabt. War schlimm genug. Ja, die haben mir da Totems aufgestellt. Nein, nicht schon wieder. Okay, die immer rötlicher werden, das sind die, die nachwachsen, die sie duplizieren. Hallo. Der fängt an, sich du zu. Habt ihr gesehen? Der Rote ist dupliziert. So, das war's jetzt mit denen. Oh. So, dann machen wir hier jetzt eben Feuer. Der brennt jetzt erstmal schön. Nein, meine Güte. Aber die haben jetzt da vorne mir Totems aufgestellt.
Aber es kommt jetzt keiner mehr von denen. Ich wollte mich eigentlich jetzt um Baumstämme und Stickies kümmern. Gleich ist schon halber Tag um. Ja, der. So, wie weit ist das hier? Ja, die Totems nehmen wir da gleich mal weg. Wir sind jetzt doch nicht beim 100. 100, 200. Tag, oder? Hier, was denn? Infiziert. Finde Aloe Vera, um dich zu heilen. Oh. 176 Tage überlebt. Aber okay, wir müssen jetzt eben Aloe Vera nehmen. Aber keine Aloe Vera. Ja, Aloe Vera Samen haben wir. Aber kein Aloe Vera. Suchen wir mal eben ganz schnell Aloe Vera. Wichtiger, wenn wir infiziert sind. Das Aloe Vera? Nein. Kein Aloe Vera. Wie kommt es aber, dass wir jetzt infiziert sind? Und wo finden wir jetzt Aloe Vera? Können wir daran sterben, wenn wir infiziert sind? Nee, das war die giftige Pflanze. Ich hoffe nicht, dass wir dran drauf gehen, so wenn wir jetzt kein Aloe Vera finden. Stärke geht auf jeden Fall runter, habe ich gerade gesehen. Weg. So, und den hier weg. Ach, Steine sind wir auch schon voll. Gibt's ein Aloe Vera, wisst ihr das? Oder können wir auch normale Medizin nehmen? Wenn wir das hier jetzt als Beispiel nehmen? Nee. Ich brauche Aloe Vera. Medizin hilft dann nicht. Dann machen wir das gleich so, sobald wir das da voll haben. Machen wir uns auf die Suche nach Aloe Vera. Wisst ihr was? Mit dem Speer ist das einfacher.
Das machen wir weg. Giftige Zeug. Da vorne ist Fleisch. Da. Da vorne war Fleisch. Wo ist mein Speer? Jetzt bin ich mein Speer los, hä? Ja, super. Toll, Bambi, dankeschön. Wie weit habe ich mein Speer jetzt geworfen? Bin ich denn jetzt wirklich los? Das ist ja toll. Danke, Bambi. Danke, Merkel. Okay, danke, Merkel kann man jetzt auch nicht mehr sagen, ne? So, warte mal. Dann machen wir so. Verbesserten Speer. Nee, dafür brauchen wir schwachen Speer. Hier. Nee. So, dafür brauchen wir erstmal zwei davon. Aber jetzt hier. Und Speer. Dann brauchen wir verbesserten Speer, drei Knochen, zwei Tuch. Dann haben wir jetzt einen neuen. So, und dann reißen wir mal hier alle Bäume ab, wie wir sehen. Fangen mit dem da an. Dann die hier noch, diese Gruppe. Ist wieder leer. Wir haben schon wieder Durst und Hunger. Wir haben gleich eh keine andere Wahl, als nochmal rüber zur Siedlung zu gehen. Hoffen, dass wir da vielleicht Aloe Vera finden. Wir wechseln jetzt aber hier rüber. Und ist Bambi. Na komm. Na, ja, wenigstens haben wir genug Volk.
Aber wenn wir infiziert sind, können wir wirklich vielleicht dran draufgehen, sterben? Oder passiert da eigentlich im Grunde nichts, nur dass wir halt schwächer werden? Wäre echt gut zu wissen, denn sterben würde ich lieber nicht hier in dem Game. Denn wir wurden sogar schon zweimal von den Ureinwohnern in eine Höhle verschleppt. Und ich glaube, ein drittes Mal, vor allem so lange, wie wir schon überlebt haben, werden die uns nicht mehr verschleppen. Vor allem auch so viel, wie wir von denen schon hier getötet haben. Ich glaube, wenn wir jetzt einmal drauf gehen, so, Leben auf Null. Wenn jetzt noch einmal Leben auf Null ist, dann werden die uns nicht verschleppen, sondern richtig töten. Und dann müssten wir sehr wahrscheinlich ein neues Spiel starten oder wir landen auf derselben Map wahrscheinlich mit dem, was wir bisher gebaut haben, aber müssten unsere Ausrüstung wieder suchen und so weiter. Aber quasi vom Stärke und Gesundheit her und so weiter und Athletik genauso wieder vom Anfang an. Vermute ich, wäre andere Variante. Dass zwar das alles hier noch da ist, so wie wir es gebaut haben, aber nur, dass wir halt dann in dem Sinne, in Anführungszeichen hier, eine neue Person sind, ein neuer Charakter. Kann es sein, dass wir vielleicht dieses Mal ein bisschen zu viel Bäume abgeholzt haben? Wäre gut möglich. Vor allem, ich sehe jetzt das Holz nicht mehr. Doch, hier. Hallo Bambi. Ich sehe kein Holz mehr. Ich glaube, es würde auch reichen, was wir hier haben. Dann gehen wir gleich noch einmal pennen. Und dann, anstatt aufzubauen, holen wir uns Aloe Vera. Ein Sticky fehlt uns noch. Irgendwo müssten wir noch ein Sticky haben. Jetzt wieder zurück. Letzter Baumstamm. Und dann fahren wir mal los. Pennen noch eine Runde und dann geht's los auf Aloe Vera Suche. Ich würde sagen, vorher speichern wir auch mal. Weil ich jetzt nicht gerade Bock habe, drauf zu gehen.
würde ich sagen, scheißen wir drauf, dass wir in dieser Folge das Dach da fertig kriegen. Wir müssen uns irgendwie heilen. Wir müssen uns irgendwie wieder gesund kriegen, auf jeden Fall. Das Beste, was wir tun können, ist wirklich Aloe Vera dann sammeln, suchen. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen was zu trinken. Und hoffen, dass es regnet. Einmal hat es jetzt wieder in dieser Folge geregnet gehabt. Aber es hat uns nichts aufgefüllt. Ja, dieser kurze Regen hat uns nichts gebracht. Dachte, da waren die wieder. Hoch. So, dann legen wir uns mal schlafen. Und beziehungsweise wir speichern zuerst. Hier. Und dann pennen wir. Und dann würde ich sagen, darauf schleichen wir jetzt erstmal wirklich. Und in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg nach Aloe Vera. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.